Wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich zur Bestrafung jetzt irgendwie einen Cage-Match bekommen. Ich weiß nicht warum. Aber hey, was soll ich machen? Muss ich rein. Steel Cage-Match. Weil ich einfach nur, weil ich seine Freundin gekorbt habe. What the fuck? Hey, ich mach die Regel nicht. Dann kriegt er halt im Steel Cage-Match auf die Schnauze. Was soll's? Hey, er wollte es so, er kann es so haben. Kein Problem. Was soll ich machen? Oh, oh, wir sind wieder falsch abgebogen. Oh, Michelle McCool und Maria. Ui. Also die Sequenz werde ich nicht skippen, auch wenn wir die schon 50 Mal gesehen haben. Warum rennen die weg? Entspann dich. Ashley Mas. Ey, mit dir habe ich nichts zu tun. Du bist mit Hardy. Ey, guck mal nicht hin. Skippen wir doch, komm. Elijah Burke. Vielleicht sollte ich echt zu ECW wechseln. Habe ich ein bisschen Elijah Burke-Action. Er war aber nicht lange da, mein WWE. Der war auch immer eher so ein, wie ist der Begriff? Jobber? Wenn du halt einfach so Matches kriegst, wo du verlieren musst. Arme Sau. Ah, gehört auch dazu. You think you know me. Ja, was für Beschuldigung. Was habe ich ihm gemacht? Ich verstehe es nicht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Gutes Meme. Oh yeah. Er kommt alleine? Er kommt definitiv alleine. Ach du Scheiße. Cage Match. Hatten wir schon mal ein Steel Cage Match? Ich glaube in 2008 noch nicht, oder? Nee, in 2007 hatten wir ein Steel Cage Match. Das war ziemlich cool. Kann sehr schnell sehr hässlich werden. Oh yeah. Good evening. Good evening, ja. Ach, wir sind sogar in Florida. Oh, krass. Oh mein Gott, so willst du es lösen? Das ist doch kein Problem. Was passiert, wenn ich jetzt hier hochgehe? Oh, okay, sollte ich vielleicht nicht nochmal machen. Shit, mein Fehler. Wollte mal ausprobieren. Hallo, warum stehe ich nicht auf? Das hat mich schon... Der hat Instant Finisher bekommen? Lol, was? Bitte? Gelber Körper schon? Oh mein Gott. Ich habe ein Problem. Oh mein Gott, ist das übel. Wegref, ey, wenn ich die erwische, hast du Pech gehabt. Ja, du hast Pech gehabt. Was soll ich machen? Also bitte. Ich habe ihn gewarnt. Nein, oh mein Gott. Jawohl, voll drauf. Jetzt mal von oben. Ich glaube, wenn ich einen Finisher angebracht habe, könnte ich das Ding schon gewinnen. Na, er konnte natürlich. Ja, nee, ist klar. Oh, okay, eine kleine Rolle machen. Bam. Okay, gelber Kopf. Oh, gelber Kopf ist gut. Oh mein Gott, ich treffe nicht. Komm hoch, komm hoch. Ich habe eine Idee für dich. Ich habe eine Idee. Whisper in the wind. Whisper in the wind, baby. Bam. So sieht also meine Bestrafung aus. Also ich schlage mich bisher ganz gut. That's for sure. Even me, a former WWE champion, has had his share of injuries over the years. Ich hab schon gewonnen. Ich hab schon gewonnen, ey. Oh, Maria Kanellis. Wie hieß sie mittlerweile? Maria Kanellis Bennett, glaube ich, ne? Hat sie einen Wrestler geheiratet? Mit der bin ich auch aufgewachsen, mit der Frau. Außerhalb des Rings haben was? Ich habe gewonnen. Ich skippe das. Also ich finde das so echt lächerlich. Ich habe ihn ganz clean besiegt. Okay, also clean ist auch relativ, ne? Ich habe einen gelben Körper und so, ne? Aber
Ich fand schon, dass ich das clean gewonnen habe, ja. So. Zeitschrift leuchtet auf. McMahon über Auseinandersetzung. Wenn Stephanie McMahon bla bla bla, Stephanie McMahon redet und ich höre nur bla bla bla. Telefon. Mediziner, Gesundheitswarnung. Wie sieht's denn aus? Ist doch gar nicht so schlimm. Mal ein paar Tage Pause. Apropos Tage Pause. Power 25, verstehe ich das? Smackdown fällt. Ich bin nicht immer noch am Ende. Moment, wo stehe ich denn? Hä? Auf der 12, ey, wir sind hochgerückt. Das ist doch gar nicht schlecht. Wir waren wochenlang 15. Geil. Warte, vorher war ich auf der 10. Ich bin runtergerutscht, weil ich gegen links verloren habe, ne? Das ist bodenlos. Nicht nett. Okay, wie sieht mein Gesundheitsbericht aus? Ne, wir müssen definitiv Pause machen. Eine Woche. Geht nicht. Was soll ich machen? Telefon? Leuchtet nicht. Okay, habe ich kein Match oder was? Tag Team Match mit dem Sandman? Hey, ich mach die Regeln nicht. Ich nehme den Sandman. Ach komm, diesmal spiele ich meinen Partner auch. Ich nehme den Sandman auch. Den verdammten Sandman. Okay. Oh. Bisschen Gewichte wieder stemmen, man kennt's. Immer dieselbe Sequenz gefühlt. This superstar goes to SummerSlam this Sunday. Not to mention. Eieiei. Die Batista Bomb. 2-2. Der war auch nicht lange aktiv, ne? Bis 2012 und war dann 2016 oder so nochmal. Nee. Ich glaube, 2015 ist er wiedergekommen. Irgendwie ein Jahr Pause, 2014, keine Ahnung. Aber er war schon ein paar Jährchen bei der WWE, doch, doch. Oh, oh. You think you know me. Skip. Oh, shit, meine, was? Wenn ich jetzt verliere, bin ich raus, oder was? Oh, oh. Ich hätte vielleicht doch mal den Zeitung lesen sollen. Hab ich gar nicht. Die wollen was von mir. Ich habe sie abgelehnt. Oh, mein Gott. Ist das nervig. If he picks up the win in his handicap match, he'll never have to look at that live toothpaste. Hä? Was für ein Handicap-Match? Das ist ein Tag-Team-Match. Warte. Haben die es noch geändert? Oh mein Gott. Oh, bitte nicht. Please, no. Oh nein. Da ist der Sandman. Das ist mein Freund aus ECW. Lass ihn in Ruhe. Wo ist er? And now it looks like our da kommt er. Match is a tag team match. Bam! Ey, alleine wegen dem würde ich gerne nach ECW. Alleine wegen dem Typen. Okay, also Handicap oder Tag, was ist es jetzt? Das Spiel ist sich auch nicht sicher, scheinbar. Ich glaube, ich überlege gerade mal. Gab es damals für PSP auch diese ganzen erstellten Superstar, die man nicht runterladen konnte, ne? Ich glaube, die habe ich dann damals auf PSP gepackt oder so. Irgendwie so war das. War echt ziemlich geil. Warte, was ist das jetzt? Tag Team Match? Ist ein Tag Team Match. Nein. Oh, shit. Also, wie gesagt, SmackDown vs. Raw auf der PSP anders spaßig. Wirklich. Da konnte man noch die Toilettenlinge produktiv verbringen. Nein, aua. Ich hole den Sandman rein, was soll's. Ich kann dem Ding nicht ausweichen. Oh, ich hab's geschafft, ey. Ist mir so egal, wir holen uns den Sandman jetzt rein. Ist mir egal. Der regelt das jetzt hier. Sandman? Was? Oh mein Gott, falscher Kopf. Oh. Schöner Moonsault war das, glaube ich, ne? Schöner Move. Tag. Tag, baby. Ähm.
Mark Henry macht ein paar extra Runden. Oh mein Gott, ist der brutal. Komm, tritt weiter drauf. Bam. Oh, der ist aber auch brutal, der Typ, ne? Oh mein Gott. Oh, er kontert. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe einen komischen Move. Oh nein. Nicht gut. Kontakt, Baby. Oh, und daneben. Perfekt. Neckbreaker war das, glaube ich, ne? Der Move. Ein paar Moves kenne ich wirklich vom Namen. Einfach, weil ich früher alles gesuchtet habe, gefühlt. Steh auf, du Penner. Nein, er weicht ihm geil. Ich wollte einmal den Move zeigen, ey. Wo rennt denn der jetzt hin? Was soll denn das? Was soll denn das? Hier, guck mal, nimm mal den. Warte mal. Ey, warum weichen die einen geilen Tritt aus? Mann, was soll denn das? Okay, aber der trifft auch. Also, den zu erwischen, ist ja nicht einfach. Was kann ich denn von oben? Das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber. Was für ein Finisher hatte denn Sandman nochmal? I guess we'll find out. Sooner or later. Ich mach dich platt hier. Der Extreme Icon, so nämlich. Oh mein Gott. Was ein brutaler Kick. Nein, warum? Okay, ich darf den Stick nicht nach rechts drücken, weil das Finisher-Move, das wollen wir nicht. Oh, jetzt bin ich mal kurz angerufen, was? Hallo? Handy? Eine Sekunde, kurz was checken, ist wichtig. Nein, ist nicht wichtig. Kann man wegdrücken. Ich bin am Zocken, ich bin beschäftigt. Oh, wow. Nein, jetzt habe ich wieder Submission Move gemacht. Und wieder Raw Break. Nein, 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 komm, wir sind fast vom Finishing Move. Warte, was für ein Finisher? Warte, wo sehe ich das? Was für ein Finisher hat er? Was für ein Finisher hat er? Ich weiß es nicht. Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Ich brauche einen Stuhl. Ich brauche ganz dringend einen Stuhl. Gab es hier einen Stuhl? Nee, ne? Nope, wo war es denn? Wo gab es denn den Stuhl? Nee, nee, gab's den hier oben? Oh mein Gott, warum vermöbelt er mich denn? Das ist der Stuhl. Das ist ja so übel. Oh mein Gott, Sandman rastet ja richtig aus. Kann das sein, dass ich gefühlt auch mehr Damage mache jetzt? Kurz, das hat mich ein Move, muss auch sein. Oder mein Partner löst ihn, genau. Nee, was soll denn. Oh oh. Schnell hier rein. Kann ich ihn pinnen? Mal, geh weg, ich will ihn pinnen. Oh mein Gott, was ist das denn? Hey, oh nein, jetzt mach ich hier einen Submitten. Ich sollte damit aufhören. Okay. Hä? Ich hab Damage bekommen. Was für ein Finishing-Move habe ich? In der Ecke vielleicht? Nee. Oder? Maybe? Doch, tatsächlich, in der Ecke habe ich einen Finisher. Was hat er für Finisher? Nein. Das kann der? Lol. Nein, der Pin geht nicht durch, oder? Nee. Jawohl. Gewonnen. So nämlich.
Man. Boah, ich will schnell nach ECW. Sammy ist ja richtig geil. Den mag ich. Geile Sache. Sehr coole Sache. Oh, was kommt jetzt? I don't believe it. Talk about overcoming the odds. I gotta hand it to him. Ich hab gewonnen. Oh, jetzt kommt sie wieder. Congratulations. I've got to admit that was pretty impressive. But your job is only half done. You still need to beat my hand-picked enforcer at SummerSlam if you want to stay on the roster. And that's going to be easier said than done. Ich muss gegen Edge ran. That's the last time we'll see him on SmackDown. Okay, das SummerSlam-Match wird wirklich übel. Ich muss gegen meinen Helden ran. Das wird hart für mich. Damn. Das finde ich nicht so angenehm. Was kommt denn jetzt? Ey, hier kommt. Jetzt haben wir jetzt aber Zwischensequenzen, ne, oder? What the f. Nee. Was haben wir hier? Superstar wägt Konsequenzen ab. Naja. Oh mein Gott, Stephanie. Hier mein Vorschlag. Erinnerst du dich noch an deinen Deal, den ich auf www.com erwähnt habe? Meine Kondition. Wenn du Matt Hardy und Mark Henry in einem Handicap-Match besiegst, suche ich dein. Was? Suche ich einen Gegner für den SummerSlam aus. Du wirst in einem Ladder-Match gegen ihn antreten. Und die Siegerprämie ist dein Vertrag. Ach du Scheiße. Wenn du gewinnst, bleibst du im Kader und ich werde SmackDown verlassen. Wenn du verlierst, kannst du nur hoffen, dass man dich bei Raw noch nimmt. Denk drüber nach. Coach. I've been following your drama lately and I just want you to know that whether you win or lose at SummerSlam, there's always a place for you here on Raw. I hope we get a chance to discuss that this Sunday at the pay-per-view. Okay, mein Ausweichplan wäre also nach Raw zu gehen. Mach dich auf Schmerzen gefasst. You were right there in the ring the last time we got hold of somebody who messed with our girls. So you know exactly what's gonna happen this week. Ich hab doch gar nichts gemacht. And maybe next time you'll think twice. Ich hab. Oh Gott, da vorne auch keinen Korb gehen. Perfekt. Mark Henry, du bist nur mal eine Nummer zu klein. Naja, bin ich auch. Ich bin halt nicht groß, so, ne? 1,74 ist nicht groß, Jungs. Ey, du Holzkopf. Ich weiß nicht, warum sich ein Kämpfer zweiter Klasse in unsere Angelegenheiten einmischen muss. Du musst wohl daran erinnert werden, wie sich Schmerzen in der obersten Liga anfühlen. Und mein Kumpel Matt Hardy und ich sind genau die richtigen Gedächtnisstützen. Hä, man. Vielleicht solltest du besser zu Hause bleiben. Kapiert? Nein, hab ich nicht kapiert. Dreamer, du solltest nicht ablehnen. Hey, 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 Smack ECW, baby, let's go. It seems that you've landed in some hot water, my friend. But don't worry, I've arranged for some ECW backup for you. Ach so. Because I can't resist messing with Stephanie McMahon. Say the word, and you've got a tag team match instead of a handicap match. Die schicken immer die Nachrichten zu spät raus. Das heißt, ich habe das Match gehabt und dann bekomme ich die Erklärung, warum es jetzt ein Tag Team Match war. Der Ehrenmann Tommy Dreamer hat mir Hilfe geschickt. Wieder einmal habe ich bekommen, was ich wollte. Jetzt musst du beim SummerSlam ein Ladder Match gegen Edge antreten. Ich wollte dich nur noch einmal daran erinnern, damit du nicht vergisst, dass das alles meine Idee war. Was alles weitere angeht, was nach dem Kampf passiert. Dein GM Taylor Long ist informiert und der Papierkram ist fertig. Bist du es auch? Gruß, Stephanie Mann, du kannst nicht mal was damit. Ashley, tut mir so leid. I just wanted you to know, this isn't what I wanted. I didn't mean for things to end like this. Hey, meine entschuldigt sich. Michelle McCroom, das hast du dir selbst eingebrockt. Siehst du, wo falsch anscheinend hinführen, du hättest das alles vermeiden können. Aber jetzt ist es wohl zu spät, nicht wahr? Aber das ist eine Entscheidung, die du noch fällen kannst. Das ist die richtige, versprochen. Du kannst dich entscheiden, Raw-Sendung aufzunehmen und deinen neuen Stall aufzupeppen. Bis später, du Hengst. What the fuck? Auf Nimmerwiedersehen. Irgendwie hasst mich hier jeder, kann das sein? Oh Gott, und das ist sogar das SummerSlam-Ding. Das ist aber erst beim nächsten Mal.